Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Bundesliga-Prognose. Danke fürs Reinschalten auf jeden Fall. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, ja, seht ihr hier die Timelinks, wenn ihr direkt zu eurem Spiel, zu eurem Lieblingsclub springen wollt. Ansonsten viel Spaß bei dem ganzen Video. Los geht's mit der Freitagabendpartie Freiburg gegen Gladbach. Viel Spaß dabei. Wenn es um den Titel Mannschaft der Stunde geht, führt sicherlich aktuell kein Weg rum um die Borussia aus Dortmund. Aber auch Borussia Mönchengladbach hier zu Gast in Freiburg sollte man nicht unterschätzen. Der SC Freiburg aber auch mit einem respektablen 1:1 zuletzt im Olympiastadion in Berlin. Nach 5 Minuten konnte dann Borussia Mönchengladbach hier die erste Möglichkeit erstmal zustande bringen. Freiburg findet keinen Zugriff. Stindl auf Florian Neuhaus und Gulde ist dann dazwischen. Am letzten Sonntag konnte Gladbach ja das Gegentorkonto von Mainz einfach mal so verdoppeln. Respektables Ergebnis. Und hier wollten sie gegen Freiburg gleich nachlegen. Ginter mit dem Kopfball aber erstmal auf der Linie abgewehrt und wieder war einer dazwischen. Freiburg geriet hier extrem früh unter hohen Druck und konnte sich glücklich schätzen, noch lange nicht hier in Rückstand geraten zu sein. Denn der war bis jetzt schon eigentlich absolut überfällig. Nach vorne ging relativ wenig. Eine Viertelstunde jetzt gespielt und Freiburg wagte sich mal in den gegnerischen Strafraum. Das ist Roland Salay mit der Flanke und da ist Nils Petersen und wie aus dem Nichts das 1:0. Zweites Saisontor für den Mittelstürmer. Jetzt durfte er mal von Beginn an ran. Zuletzt wurde er erst zur Halbzeit reingebracht und jetzt zeichnet er sich aus durch diesen Klasse. Kopfballtreffer. Ist noch nicht so optimal in der Saison angekommen, wie er sich das sicherlich erwünscht hätte. Aber hier setzt er sich klasse durch im Kopfball. Der schlägt nicht direkt im Winkel ein. Ist aber hart genug. Abgeschlossen. Oscar Wendt verliert das Duell gegen ihn im Luftkampf. Es stand also 1:0 wie aus dem Nichts mehr oder weniger für Freiburg. Doch Gladbach ließ sich davon nicht beeindrucken. Sie sind eben klasse drauf in der letzten Zeit. Ginter auf Lang und tolle Parade von Alexander Schwolo. Gladbach war die bessere Mannschaft, hätte hier führen müssen. Zumindest ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Aber sie lagen eben durch diesen Eintreffer zurück. Und Schwolo hier fährt die Pranke aus und verhindert den Ausgleichstreffer. Es war aber noch nicht Pause. Und es gab da nochmal ein relativ ruppiges Foul. Yannick Haberer war nicht zufrieden mit seiner Leistung, mit seinem Auftritt. Der größte Akzent eben mit dieser Grätsche gegen Hazard. Es ging aber so mit diesem 1:0 dann in die Pause. Petersen bislang mit dem Tor des Tages und Borussia Mönchengladbach konnte sich bis dato noch nicht belohnen für eine engagierte, für eine richtig gute Vorstellung am Freitagabend. Springen wir in den zweiten Durchgang. Ähnliches Bild, die Fohlen mit der Hand am Steuerknüppel. Jonas Hofmann, zuletzt 3 Tore gegen Mainz. Das war eine klasse Vorstellung. Hier feuert er wieder mal. Aber wie schon im ersten Durchgang war immer wieder einer dazwischen. Etwas über eine Stunde jetzt gespielt und dann Freiburg wieder über die Außen. Das ist Kübler und Ginter. Mit dem Fehler springt der Ball zu weit vom Fuß weg. Und Yannick Haberer noch durch ein mieses Foul vor der Pause aufgefallen. Macht jetzt das 2:0. Der zweite Torschuss vom SC Freiburg führt zum 2:0 für die Elf aus dem Breisgau. Christian Streich konnte es sicherlich selbst kaum fassen und die Elf von Dieter Hecking erstmal bedient. Aber es wäre nicht Borussia Mönchengladbach aus dieser Saison, wenn sie sich so einfach geschlagen geben würden. Denn sie kamen nochmal. Es war ja noch Zeit. 67. Minute. Und sie spielten weiterhin mutig nach vorne, ließen sich nicht einschüchtern. Strobel auf Stindl und jetzt hatten sie das Glück im Abschluss. 68. Minute, zweites Saisontor, ja gegen Bayern bereits auf fremdem Platz erfolgreich gewesen. Und jetzt waren sie wieder da. Borussia Mönchengladbach glaubte die komplette Spielzeit daran, diese Partie erfolgreich zu gestalten. Und das war jetzt ein klasse Abschluss. Und diesmal ist Schwolo nicht da, um den Ball zu halten. War eben zu präzise geschossen. Doch die Zeit wurde knapper und Gladbach brauchte ja noch einen Treffer, um zumindest einen Punkt
der auch schon schmeichelhaft wäre für Freiburg, mitzunehmen. Jetzt ist Günther mal da und hätte diese Partie schon entscheiden können. 10 Minuten vor dem Ende, kommt auch zum Abschluss. Aber viel zu zentral geschossen, Sommer pariert das. Wir springen in die Schlussminute. Noch einmal Gladbach, Hazard von Neuhaus bedient, Hofmann wieder raus auf Hazard. Die Flanke und Stindl am ersten Pfosten köpft das Ding ein. Doppelpack, Lars Stindl, der hochverdiente Ausgleich für die Fohlenelf. Das war gut gespielt, gut eingeköpft, Schwolo am kurzen Pfosten, vielleicht auch nicht machtlos. Aber aus der Distanz schwierig. Heinz kommt nicht ins Kopfballduell. Und Stindl erzielt das hochverdiente 2:2. Trotzdem hätte Gladbach hier gewinnen können durch den Spielverlauf. Aber werden sie doch damit leben können. Das war eine kämpferische, eine leidenschaftliche Leistung. Am Ende verdienen sie sich dieses 2:2 absolut. Und wie gesagt, es wäre noch mehr drin gewesen. Aber Freiburg wird sich ärgern, diesen späten Gegentreffer noch kassiert zu haben und keine 3 Punkte zum Auftakt des 9. Spieltages mitnehmen zu können. Im Signal Iduna Park in Dortmund war die Hertha aus Berlin zu Gast. Und zuletzt konnten die Gäste nur ein 1:1 gegen Freiburg erzielen. Dortmund hingegen gewann mit 4:0 souverän gegen den VfB Stuttgart. Jetzt war aber die Hertha das erste Mal nach vorne auffällig, nach 5 Spielminuten. Ein halber Abschluss zumindest von Ibisevic, der reingrätscht, aber Bürki nicht unter Druck setzen kann. Dann meldete sich Dortmund auch mal nach vorne zu Wort. Das ist ein guter Ball auf die Außenposition, auf Hakimi. Der dreht sich, hat die Zeit, bekommt sie auch. Brun Larsen und dann Reus im Strafraum. Kein Abseits und das 1:0. 9. Spielminute, 6. Saisontor für Marco Reus und das 1:0 für den BVB. Hertha BSC eiskalt ausgekontert, ist vielleicht etwas übertrieben gesagt, aber zumindest ein sehr guter Gegenstoß. Sie sind mit genügend Männern eigentlich hinterm Ball, aber der Abschluss von Reus, da läuft er sich frei und dann mit der Pike ins kurze Eck oder halb Außenriss besser gesagt. Rune Jahrstein ist nicht mehr da und kann ihn nicht mehr rausfischen. Er stand also früh in der Partie 1:0 für Borussia Dortmund, aber Hertha ließ sich davon nicht einschüchtern. Andrei Duda machte nämlich in der 17. Minute den Ausgleich. Sein 7. Saisontor bereits von Kalou bedient. Der stand nicht im Abseits. Videobeweis wurde nicht geführt. Und so der Ausgleich, der ja zu dem Zeitpunkt dann doch etwas aus dem Nichts kam. Der nächste Abschluss, beziehungsweise der 2. Abschluss für Hertha und jetzt auch der Ausgleichstreffer. Und sie spielten gut. Die 11 von Paul Dardai war hier nicht nur darauf bedacht, hinten alles festzumachen, aber Dortmund hatte auch in letzter Zeit bewiesen, dass sie zu Hause immer mal wieder anfällig sein könnten. Hier der Abschluss von Ibisevic, dreimal klingelte es ja gegen Augsburg hier zu Hause beim 4:3 gegen die Fuggerstädter. Vor der Pause aber nochmal Dortmund, Reus und Sancho gegen Plattenhardt. Da hat Hertha eigentlich den Ball, verliert ihn aber wieder gegen Witzel und dann ist Delaney da. Das war super gespielt und das 2:1 für Dortmund in der 38. Spielminute. Ex-Werderaner hält nur noch den Fuß hin und macht die Führung für die Schwarz-Gelben. Das ist von Witzel gut gemacht, wie er den Ball da holt. Dann One-Touch-Fußball. Brun Larsen auf Paco Alcacer. Der kann also auch vorlegen. Mit etwas Glück ist dann Delaney da völlig frei und Jahrstein aus der Distanz chancenlos. Wieder die Führung also für Dortmund und es war aber noch nicht Pause. Hertha weiterhin ein klasse Spiel nach vorne. Sjelbred, genialer Ball auf Kalou, wieder kein Abseits und da ist die Riesenmöglichkeit für Duda. Das muss das 2:2 sein. Aber Bürki ist schnell genug unten und hält damit die 2:1 Pausenführung fest. Marco Reus, einmal konnte er treffen, hatte ja das frühe 1:0 erzielt und der zweite Durchgang sollte auch durchaus verheißungsvoll werden, brauchte aber etwas, um dann aufzuwachen. Wir sind schon 20 Minuten im zweiten Durchgang dabei. Das ist jetzt mal Paco Alcacer auf Sancho und Paco Alcacer kommt da nicht mehr
an den Ball. Jahrstein begräbt den ganz einfach unter sich. Gut verteidigt, aber auch in der Situation von Lukassen. 20 Minuten jetzt noch knapp zu spielen und Hertha wollte den Ausgleich über die linke Seite. Meier legt den gut raus auf Platenhardt. Die Flanke kommt auch, aber ist zu unpräzise. Etwas zu überhastet. Und der Schweizer Hintermann bei Dortmund ist eben eine Instanz. Nicht erst seit heute. Viertelstunde jetzt noch auf der Uhr. Dortmund wollte es entscheiden. Axel Witzel, genialer Ball auf Jadon Sancho. Legt sich den Ball nochmal zurück und dann sind da genug Herthaner da, um das ungefährlich zu machen. Jahrstein ist da. Noch 10 Minuten jetzt auf der Uhr. Hertha konnte keine Akzente mehr nach vorne setzen. Dortmund hatte nochmal die Möglichkeit, diese Partie endgültig zu entscheiden. Marco Reus legt sich den Ball auf den linken Fuß. Der geht dann knapp am zweiten Pfosten vorbei. Aber am Ende brachte der BVB diese 2:1 Führung über die Zeit, über die 90 Minuten auch verdient. Dennoch machte die Hertha eine richtig gute Partie. Das 2:2 wäre auch denkbar gewesen. Aber wie gesagt, unterm Strich geht dieses 2:1 für Dortmund absolut in Ordnung. Doch Pal Dardai und seine Elf müssen sich nach diesem Auftritt sicherlich nicht verstecken. Zwei Achtungsunentschieden konnten Hannover und Augsburg zuletzt landen am 8. Spieltag. Hannover kassierte das späte 2:2 gegen Leverkusen und Augsburg spielte 0:0 zu Hause gegen Leipzig. Die Elf von André Breitenreiter war hier zu Hause aber erstmal besser aufgelegt und konnte durch dieses wunderbare Tor von Bobby Wood nach 5 Minuten bereits in Führung gehen. Der Stürmer, der normalerweise immer ausgewechselt wird, wenn jemand die rote Karte bekommt, kann sich hier mal belohnen. Zuletzt wurde ja Philippe mit Gelb-Rot runtergestellt. Dafür musste er dann wieder weichen aus taktischen Gründen. Auch als Albornoz die Karte in roter Farbe gesehen hat, musste auch er weichen. Jetzt nach 5 Minuten war noch keiner vom Platz gestellt worden von Hannover. Und jetzt machte er das 1:0. Frühe Führung also für die 96er. Und sie wollten gleich nachlegen. Haraguchi, Bobby Wood, der hat Pech, dass der Ball an den Pfosten prallt. Es war eine klasse Anfangsphase der Gastgeber. Und sie spielten weiterhin mutig nach vorne. Ellis mit dem weiten Ball. Das ist Bobby Wood auf Muslia. Und dass der einen klasse Abschluss hat, das wissen wir spätestens seit dem Traumtor gegen Leverkusen per Freistoß. Super Schuss aus 16 Metern. Keine Chance für Andi Lute. Halbe Stunde jetzt gespielt. Eckstoß für Hannover. Ellis mit dem Kopfball und Bayer mit dem Ball auf Hahn. Der ist schnell. Der ist dazu in der Lage, einen Konter mal aufzufahren. Ihm fehlte aber die Unterstützung. Bis jetzt auf Kayubi. Dieser geniale Ball. Kein Abseits. Kayubi im 16er. Kayubi im 16er. Und was für ein Tor. Zweites Saisontor für den Linksaußen, traumhaft abgeschlossen und Augsburg war noch im ersten Durchgang wieder dran. Super Ball von Hahn und Kayubi hat die Schnelligkeit, Hannover kommt nicht hinterher, da fehlt so ein bisschen die Absicherung und der ist perfekt abgeschlossen. Keine Chance für Esser, auch wenn er da ein bisschen alt aussieht, weil der Ball da reaktionslos an ihm vorbeikam, aber der war eben super abgeschlossen, oben rechts rein. Und so 2:1 zur Pause. Kayubi hier zu sehen, hatte es wieder spannend gemacht. Eine Stunde jetzt aber schon gespielt und Hannover konnte sich in der Defensive festigen, ließ sich von diesem 2:1 nicht schocken. Jetzt kam sie über Bobby Wood diesen Einwurf. Schwegler, Muslia, Florent, Muslia im 16er. Erstmal abgewehrt von Hinteregger, dann fällt Schwegler der Ball vor die Füße, aber der Captain haut den Ball dann doch recht deutlich über den Kasten hinweg. Was war mit Augsburg los? Die konnten im zweiten Durchgang noch nicht wirklich auffällig werden. Nach vorne und wieder Hannover. Das 3:1 würde für mehr Ruhe sorgen. Albornoz steckt auf wieder Muslia. Sehr auffällige Partie von dem jungen Mann aus Karlsruhe. Aber die Hannoveraner mussten nochmal zittern, weil Augsburg nochmal kam. Hahn über die rechte Seite. Das ist Finn Bogason mit der Flanke. Da ist Gregoritsch, kommt aber nicht ran. Haraguchi ist da, klärt das. Dass der sich da durchsetzt gegen Gregoritsch, spricht absolut für die Elf von André Breitenreiter. Und so gewinnen sie zum zweiten Mal in Folge vor heimischem Publikum.
Zuletzt gegen Stuttgart, jetzt gegen Augsburg. Ein absoluter wichtiger Erfolg für die Elf von André Breitenreiter. Bobby Wood hatte das mit seinem frühen Führungstor eingeleitet. Und Hannover gewinnt unterm Strich auch absolut verdient mit 2:1 gegen den FCA. Regeneration Stufe 1 konnte gegen den VfL Wolfsburg eingeleitet werden. Aus Münchner Sicht das wichtige und essentielle 3:1 gegen die Wölfe. Und hier gegen Mainz wollten sie auf des Gegners Platzes direkt nachlegen. Die erste Möglichkeit hatte hier Lewandowski. Guter Kopfball, aber Müller ist dazwischen. Im Zusammenspiel mit Aaron Martin auf der Linie konnte er das klären. Der anschließende Eckstoß, Ribéry kurz ausgeführt, Serge Gnabry mogelt sich dadurch, Süle mit dem Abschluss, aber Müller aufmerksam und dann war das Ganze von Kunde Malong geklärt. Viertelstunde jetzt schon gespielt. Mainz brachte nach vorne absolut nichts. Sie versuchten defensiv kompakt zu spielen und zu stehen und dennoch gab es immer wieder Möglichkeiten für die Bayern. James auf Lewandowski, der behauptet sich mal wieder. James mit dem Abschluss, aber Stefan Bell ist dazwischen. Hätte schon durchaus 1-2-0 für die Gäste stehen müssen, weil der erste FSV wirklich nichts nach vorne brachte. 4:0 zuletzt gegen Gladbach verloren und jetzt wieder die Bayern im Strafraum. Martinez, da ist immer jemand dazwischen. James ans Außennetz. Bitter für die Elf von Niko Kovac, die zur Pause locker hätte führen müssen. Es stand aber 0:0. Mainz ja eigentlich die Könige des Verteidigens. Beim 0:4 gegen Gladbach war es eine kurze Phase, die das aber einstürzen ließ. Dieses Kartenhaus aus guter und präziser Defensivarbeit. Im zweiten Durchgang erstmal wieder das gleiche Bild. David Alaba spielt auf Lewandowski. Das ist Javi Martinez. Aber Aaron Martin ist dazwischen. Und dann stürzt sich da Müller ganz einfach auf den Ball, aber wieder der Ball in den Füßen von den Münchnern. Ribéry legt auf Kimmich. Ribéry ja unter der Woche in der Champions League noch gefehlt, war jetzt aber wieder bereit hier aufzulaufen. Lewandowski, Maxim Müller, sehr unsicher, was sie da spielten und Bayern blieb dran. James Rodriguez und da ist wieder einer dazwischen. Das war in dieser Phase der Partie die Krux oder über die gesamten bislang 60 Minuten war immer wieder ein Mainzer dazwischen, sodass das 1:0 noch nicht fallen sollte. Und jetzt versuchte der erste FSV Mainz mal einen Konter aufzuziehen. Auch das scheiterte wieder und wieder die Bayern. Ähnliches Bild. Und wieder ist der Ball nicht drin. Entweder etwas zu unpräzise geschossen oder es war ein Gegenspieler dazwischen. Thiago mit dem Abschluss versucht. Schöne Drehung, schöne Technik, aber da fehlte dann der ein oder andere Meter noch am Torerfolg. Und dann auch mal der erste FSV. Boetius mit dem Abschluss, aber Manuel Neuer. Ja, das ist gar kein Problem für einen Mann von seiner Klasse. Dann gab es 20 Minuten vor dem Ende die gelbe Karte für Süle. Man wurde unzufriedener. Das merkte man beim FCB. Sie ärgerten sich über sich selbst, über die Chancenverwertung, über das Zu-Ende-Spielen der offensiven Möglichkeiten. Freischuss, gute Position von Alexandru Maxim reingetreten, aufs Tor gebracht. Aber auch das ist wieder für Neuer nicht der Rede wert. 10 Minuten jetzt noch auf der Uhr. Hätte Mainz mal von Anfang an so gespielt, dann wäre er auch vielleicht nach der Dreier drin gewesen. Jetzt aber nochmal die Möglichkeit. Und wieder Neuer. Und Aaron Martin kommt da nicht mehr durch. Also fast das überraschende 1:0 für Mainz. Doch der FCB glaubte auch bis zum Schluss dran. Das 1:0 wäre nach wie vor absolut verdient gewesen. Lewandowski nochmal. Lewandowski nochmal. Aber wieder Müller dazwischen. Und dann musste sich der FC Bayern München damit abfinden, dass es so ein Spiel war, wo man 90 Minuten alles probierte, aber nicht einmal erfolgreich sein konnte. 0:0 geht diese Partie am Ende aus und Mainz kann damit sehr zufrieden sein. Der FCB muss sich ärgern. Der Abschluss stimmte zum Schluss einfach nicht. Bitter für die Bayern. 0:0 gegen Mainz. Fortuna Düsseldorf muss sich von diesem 1:7 auf
Frankfurter Grund erstmal erholen. Und hier hatten sie gegen den VfL Wolfsburg keine schlechte Anfangsphase. Die Wölfe ja auch alles andere als gut drauf. 6 Spiele in Folge bereits ohne einen Sieg in der Bundesliga. Hier hatten die Gastgeber eine Riesenmöglichkeit, aber Castells war dazwischen. Dann versuchen die Wölfe mal nach vorne zu spielen. Es war aber unsicher. Brekalo mit dem Ballverlust nach Abschlag von Castells. Und dann ging es schnell. Duxch von Stöger bedient. Der Abschluss ist auch da. Aber Castells fischt den raus. Der hat eben auch seine Qualitäten. Zuletzt beim 1:3 gegen Bayern in Überzahl kam Wolfsburg nochmal ran. Aber es sollte am Ende nicht mal mehr zu einem Punkt reichen. Und sie traten hier auch nicht wirklich selbstbewusst auf. Das war eine gute Partie der Düsseldorfer. Die Reaktion, die man sich erwünscht hatte nach dem 7:1 gegen Frankfurt, konnte dann erstmal bestätigt werden. Aber dann dieser Fehler von Rensing. Direkt in die Füße von Renato Steffen. Rensing einmal dazwischen und dann hat er Glück, dass der Pfosten gegen Brekalo rettet. Aber was ist das für eine Aktion von Rensing? Das darf ihm nie im Leben passieren. So ein Ball, hat er Glück, dass das nicht bestraft wird. 5 Minuten jetzt knapp vor der Pause. Nochmal Düsseldorf. Sie waren die bessere Mannschaft. Rahmann mit der Flanke. Super Ball und Zimmer viel zu überhastet am zweiten Pfosten. Da hat er vielleicht sogar noch die Zeit, den einmal runterzunehmen. Nimmt volles Risiko mit seinem linken Fuß und drischt den Ball ans Fangnetz. Nachspielzeit der ersten Hälfte eigentlich schon abgelaufen. Dieser Angriff für Wolfsburg wurde nochmal gegeben. Steffen auf Weghorst. Rensing mit der Parade und Arnold staubt ab. 1:0 für die Gäste. Maxi Arnold, erstes Saisontor für das Wolfsburger Eigengewächs. Und Düsseldorf war absolut bedient. Sie hätten hier doch eigentlich führen müssen zur Pause. Weghorst erst mit dem schwachen Kopfball. Rensing kann ihn aber nicht festhalten. Aber aus der Distanz ist ihm da kein Vorwurf zu machen. Arnold schaltet am schnellsten, drischt das Ding direkt unter das Dach. Und so stand es dann zur Pause 1:0 für den VfL. Trotzdem gab es Applaus von den Rängen, weil Düsseldorf sonst eigentlich eine richtig gute Partie spielte. Nur der Abschluss eben nicht stimmte. Etwas über eine Stunde jetzt gespielt. Kevin Stöger legt sich den Ball zum Eckstoß bereit. Von der linken Seite will er den reinbringen. Und Duxch und Co. sind dazu in der Lage, so ein Ding mal gefährlich auf den Kasten zu bringen. Aber es ist der kleine Rahmann, der zum Abschluss kommt. Castells hat den Ball aber wieder in beiden Händen ganz fest. Dann dieser Abschlag. Unklug gemacht. In den Kopf oder auf den Kopf von Duxch. Morales, Stöger, Rahmann. Und da ist Marvin Duxch. Erstmal Castells dazwischen. Die Situation noch nicht vorbei. Und dann der Ausgleich, 66. Minute, Marvin Duxch, sein erstes Tor für Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga und der hochverdiente Ausgleichstreffer für die Fortunen. Super Abschluss hier erst, nochmal gut pariert von Castells, das ist eigentlich auch gut zur Seite geklärt, aber Zimmer mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Aufmerksamkeit ist als erstes am Ball, legt den Ball zurück und Duxch mit der Innenseite sensationell ins lange Eck. So stand es dann. Remy. Nach 72 Minuten dann auch mal wieder der VfL Wolfsburg. Das ist Gerhard, der Kopfball nach Arnolds Ecke, aber direkt in die Arme von Rensing. Der Arme hatte ja Pech beim 7:1 gegen Frankfurt. War ihm keine Schuld eigentlich anzulasten. Er wurde da befeuert, konnte jetzt hier zum Glück das ein oder andere Mal seine Klasse zeigen. Aber Wolfsburg drückte auf den Treffer. Das ist Josip Brekalo. Gute Übersicht. Knoche durchgesteckt auf Steffen. Und das 2:1 für den VfL. 83. Minute, dritte Saisontor für den Schweizer. Und prompt gingen kurz vor dem Ende die Wölfe wieder in Führung. Düsseldorf verschlief nach dem 1:1 diese Phase, verschlief es nachzulegen, verpasste es, das 2:1 selbst zu erzielen und wurden dann hier so bestraft. Rensing mit dem Oberschenkel noch dran, aber da kann er nichts mehr machen. Und so war Düsseldorf wieder kurz vor einer Pleite. Aber sie kamen im Anschluss an das 1:2 nochmal nach vorne. Zimmer auf Rahmann! Aber Castells ist im kurzen Eck da.
und hält dieses 2:1 für die Gäste fest. Unterm Strich sicherlich etwas schmeichelhaft, dieses Endresultat. Insbesondere Durchgang 1 war richtig gut von Fortuna Düsseldorf. Dann belohnten sie sich mit dem 1:1. Aber wurden dann doch nochmal bestraft. Zuletzt VfL Wolfsburg ja 6 Spiele in Folge ohne einen Sieg. Jetzt können sie nach dem zweiten Spieltag mal wieder gewinnen. 2:1 gewinnen sie in Düsseldorf. Die Elf von Julian Nagelsmann pirscht sich so langsam wieder oben an die europäischen Plätze ran. Und das sollte auch der Anspruch sein. Hier am Samstagabend gegen den VfB Stuttgart sollten die nächsten 3 Punkte nach dem 3:1 zuletzt gegen Nürnberg wieder eingefahren werden. Und die Elf von Markus Weinzierl hätte sicherlich auch einen besseren Start hier erwischen können. 15. Minute, Ron-Robert Zieler ist aber da und verhindert das 1:0 für die Gastgeber. Es war eine gute Partie von Hoffenheim. Dann aber auch mal dieser Konter für Stuttgart. Nur wenig später an den Abschluss von eben angeknüpft. Schulz mit diesem Querschläger. Da setze ich Akolo durch. Gentner mit dem Abschluss und der wird richtig gefährlich. Oliver Baumann ist da, fragt sich da, was denn da los sei. Zu Recht, da darf der Abschluss so gar nicht erfolgen, aber er ist auf der Hut und klärt zum Eckstoß. Aus dem passierte rein gar nichts. Dann wieder Hoffenheim. Joel Linton über die linke Seite. Das geht viel zu einfach, wie er sich da durchsetzt. Bringt dann auch die Flanke. Da ist am zweiten Pfosten Reiß Nelson, der erfolgreich war zuletzt. Aber nur den Außenpfosten trifft. Beziehungsweise das Außennetz. Etwas knapp unter einer halben Stunde jetzt gespielt. Und der VfB wurde stärker auf dem Weg nach vorne. Akolo mit dem Abschluss. Aber zu harmlos, um Oliver Baumann da in Bedrängnis zu bringen. Es stand also zur Pause 0:0. Hoffenheim tendenziell die bessere Mannschaft, aber auch noch nicht der Stempel auf dieser Partie, den man sich sicherlich erhofft hätte. Den besseren Anfang im zweiten Durchgang erwischten abermals die Gastgeber. Nico Schulz über die linke Seite, unermüdlich seine Läufe auf der linken Außenbahn. Hoch und runter der Kopfball, aber kein Problem für Zieler. Aber wieder Hoffenheim, sie wollten jetzt das 1:0 schnell erzielen. Im zweiten Durchgang Kerem Demirbay zurück auf Florian Grillitsch. Das ist jetzt Nico Schulz wieder. Erst mit dem Fehlpass bekommt ihn wieder Demirbay auf Schulz. Aber der Linksaußen ist eben auch Linksfuß. Das sieht man in dieser Situation. Springt nochmal auf und dementsprechend kann er den überhaupt nicht in Richtung des Tores zielen. Etwas über eine Stunde jetzt gespielt und dann diese Aktion. Da war erst unklar, was denn gewesen sein soll. Insua mit dem Handspiel sehen wir aber gleich in der Wiederholung. Da geht er aktiv mit dem Ellenbogen zum Ball, versucht den so ein bisschen rauszuspielen. Und dementsprechend gegen diese Aktion, diese Entscheidung, in Ordnung. Die Möglichkeit für Kramaric zum 1:0 nach 62 Spielminuten. Und er machte es. Drittes Saisontor für den Kroaten. Zieler spekuliert auf die falsche Ecke. Und so dann die blauen Gastgeber in der verdienten Führung. Jetzt endlich eine halbe Stunde vor Schluss konnten sie den Führungstreffer erzielen. Lange hatte es gedauert und jetzt wurden sie für ihr engagiertes Spiel nach vorne belohnt. Das war aber auch ein guter, präziser Elfmeter. Den hätte Zieler sicherlich auch nur schwer gehabt, wenn er die Ecke geahnt hätte. Jetzt aber Stuttgart etwas angestachelt. Einen Punkt wollten sie hier gerne mitnehmen. Sonst 2 Niederlagen zum Auftakt für Markus Weinzierl sicherlich nicht das Beste. Tommy setzt sich da aber durch und Gomez! Super Abschluss, aber auch klasse Reaktion von Oliver Baumann nach 69 Spielminuten. Das ist kein optimaler Winkel für Gomez, trotzdem haut er da so einen klasse Schuss raus. Aber der Schlussmann von Hoffenheim ist eben auch ein richtig toller Bundesliga-Keeper. Jetzt 20 Minuten noch knapp zu spielen. Akolo wieder Gomez. Jetzt wurde es aber harmloser und der Abschluss war eher so ein bisschen verzweiflungsmäßig angehaucht. Hoffenheim kam nochmal, wollte die Partie jetzt frühzeitig entscheiden. Nelson mit der abgerutschten Flanke, aber Stuttgart kam nicht mehr nach vorne. Das hier die wirklich letzte nennenswerte Aktion in der Nähe eines Tores und so gewinnt Hoffenheim verdient am Samstagabend mit 1:0.
Stuttgart zwar verbessert im Gegensatz zur ersten Halbzeit gegen Dortmund, trotzdem müssen sie sich auf dem Weg nach vorne noch viel mehr einfallen lassen, um erfolgreich zu werden. Aber Hoffenheim war ein starker Konkurrent und gewinnt dann auch hier mit 1:0. Der erste FC Nürnberg verlor zuletzt 1:3 gegen Hoffenheim und Frankfurt. Sage und schreibe 7 Treffer sind ihnen da gelungen gegen Fortuna Düsseldorf am letzten Freitagabend, Spiel des 8. Spieltages. Und hier starteten die Gäste auch gut rein. Die Frage war Luka Jovic, wie oft würde er heute treffen? Die erste Möglichkeit hatte aber ein anderer, Jonathan de Guzman, mit dem Kopf, aber noch etwas zu harmlos. Und Jovic wieder im Mittelpunkt, spielt gut durch auf Gacinovic. Dann hat Marc Reiter den Ball sicher, aber Valentini hier unsicher mit dem Fehler gegen Gacinovic. Der setzt sich dadurch, das ist kein Foul. Gacinovic weiterhin am Ball und der Abschluss an die Latte. Jovic nochmal dran, aber der kann nicht schnell genug reagieren. Fast das 1:0 für die Frankfurter, die hier richtig gut aufspielten. Und Nürnberg kam nicht wirklich hinein in diese Partie, weil Frankfurt das klasse machte. Das ist wieder de Guzman und das ist jetzt Luka Jovic. 8. Saisontor, 24. Minute, die verdiente Führung für die Gäste. Und natürlich ist es Luka Jovic. Wird aber auch gut bedient in dieser Situation. Und die Frankfurter im Gästeblock zahlreich mit angereist, konnten sich freuen über diese Führung. Marc Reiter wird noch getunnelt. Das ist bitter für den Innenverteidiger, aber kann er im Endeffekt auch nichts mehr machen. Aber auch keine Chance für Christian Martinia, den zu halten. Der war eben verdeckt durch die Hosenträger und dementsprechend schwer einzuschätzen. Was war mit dem Club los? Konnten sie sich mal nach vorne bemerkbar machen? Jetzt versuchten sie es zumindest. Eine halbe Stunde im Spiel. Das ist Knöll, der Ishak vertreten musste. Der Schwede war ja zuletzt angeschlagen gegen Hoffenheim. Vom Feld genommen worden. Etwas über eine halbe Stunde jetzt gespielt und wieder Frankfurt. Kostic über die linke Seite. Guter Flankenball. Am zweiten Pfosten ist da Costa da. Der war auch schon per Kopf erfolgreich in dieser Saison. Hat hier aber nicht das nötige Glück oder die nötige Ruhe, um den besser auf den Kasten zu bringen. 5 Minuten jetzt vor der Pause und Nürnberg wurde etwas stärker. Löwen bringt den Ball auf Palacios Martinez. Knöll auf Behrens und Knöll mit dem Abschluss. Aber Hasebe wirft sich rein, ist dazwischen und verhindert den Ausgleichstreffer. Und im Gegenzug dieser Konter für die Eintracht. De Guzman auf Gacinovic. Das ist ein super Ball von Jovic auf Sebastian Haller. Und wenn es läuft, dann läuft es. Der Franzose mit seinem 6. Saisontor. Und diese Kombination, die wir hier im Huckepack sehen, Jovic und Haller, das ist einfach überragend und Gold wert für die Elf von Frankfurt. Und ein Rebic ist ja auch noch dabei in dieser Mannschaft. Dass der nicht auf dem Feld steht, machen diese beiden nahezu vergessen. Klasse, dieser Angriff von der Eintracht. Martinia ist abermals ohne eine Möglichkeit, den zu parieren. Es stand also zur Pause 2:0 für Frankfurt. Das verdiente Resultat, vielleicht ein Tor zu hoch, aber sie machten im zweiten Durchgang weiter und verdienten sich nach und nach eben diese 2:0 Führung, auch in der Deutlichkeit. Jetzt hier die nächste Möglichkeit. Valentini wehrt aber den Schuss von Gacinovic. Ne, von Jovic war, sorry. Ab dann bekommt Jovic den Ball von Gacinovic nochmal wieder. Aber in diesem Fall ist nicht jeder Schuss ein Treffer, wie es am vergangenen Freitag der Fall war. Trotzdem war diese Führung von Frankfurt doch ein sicheres Fundament, weil Nürnberg seltenst nur nach vorne kam. 67 Minuten jetzt von der Uhr. De Guzman, da Costa, das ist super gespielt. Jovic ans Außennetz. Diese Offensive von Frankfurt macht einfach Spaß. Man sollte ja nicht zu sehr in Schwärmen geraten, aber das macht einfach Lust und Laune, das zu beobachten. Nürnberg schlug sich wacker, aber kam zu selten mal in den gefährlichen Bereich. Jetzt hier nochmal Behrens mit dem Kopfball nach dem Eckstoß. Aber kein Problem, den zu parieren. Das muss ein Keeper in der kurzen Ecke auch haben. Da Costa wäre sonst auch noch auf der Linie dabei gewesen. Der anschließende Eckstoß sorgte aber auch nochmal für Gefahr. André Petrak brachte den eben schon gut rein und jetzt nochmal gefährlich in die Mitte. Am besten, um den schnellen Anschluss zu erzielen. Wobei, was heißt der schnelle Anschluss?
Sie hatten ja genug Zeit eigentlich, das 0:2 vor der Pause noch auszubügeln. Einzig und allein, es gelang ihnen nicht an diesem Sonntagnachmittag. Jetzt gab es nochmal die Kontermöglichkeit in der Nachspielzeit. Misicjan, aber Palacios mit dem klasse Abschuss, wurde aber nicht belohnt. Hasebe ist dazwischen, klärt zur Ecke. Daraus wurde dann aber nichts mehr. Frankfurt gewinnt verdient mit 2:0 am Ende gegen Nürnberg. Sie hätten sich sogar noch mit mehreren Toren belohnen können. Der erste FC Nürnberg war heute die schwächere Mannschaft. Sie machten keine schwache Leistung. Das soll nicht unterm Strich dastehen. Aber Frankfurt war einfach die deutlich bessere Mannschaft mit besserer Qualität nach vorne und dem Abschluss. Und dementsprechend geht dieses 2:0 absolut in Ordnung. Die Frankfurter gewinnen mit 2:0. Der FC Schalke 04 muss in der Bundesliga langsam mal kontinuierlich gute Leistungen aufs Feld bringen. Ansonsten wird es sehr eng, wenn man wirklich noch an die europäischen Plätze anschließen möchte. Hier hatte RB Leipzig die bessere Anfangsphase. Der Abschluss ist auch da von Paulsen gegen Fährmann, aber zu harmlos. Er war wieder dabei. Der Nübel wieder logischerweise im Kasten ersetzte. 21 Spielminuten jetzt von der Uhr. Freistoß Timo Werner, aber doch relativ deutlich rüber. Leipzig war die bessere Mannschaft. Von Schalke kam nach vorne nahezu gar nichts. Wieder ein relativ enttäuschender Auftritt. Gegen Bremen konnten sie sich ja zumindest noch einige Chancen erarbeiten. Das war jetzt wieder eher Mangelware, weil Leipzig das aber auch sehr gut machte und ein tolles Offensivspiel aufs Feld brachte. Paulsen, Augustin durchgesteckt auf Timo Werner und Ralf Fährmann mit der klasse Tat. Verhinderte den Pausenrückstand und so ging es mit diesem torlosen Remis eben in die Halbzeit, in die Katakomben. Kevin Campbell und seine Elf konnten sehr zufrieden sein und bei Schalke war einiges an Gesprächsbedarf da. Nach vorne konnte sie das absolut nicht zufriedenstellen, wie sie dort spielten. Jetzt aber mit einem anderen Gesicht aus der Halbzeit kommen und das zeigen sie hier von Beginn an, dass sie dazu bereit waren. Schöpf mit diesem genialen Ball auf Burgstaller, Guido Burgstaller. Aber klasse Tat von Peter Gulaschi. Der Ungar fährt dort den Arm aus gegen diesen klasse Schuss und verhindert das 1:0. Das wäre wirklich wie aus dem Nichts gefallen. Aber Schalke wollte jetzt aus der Pause eben gut rauskommen und das kam sie erstmal. Dann ließen sie aber wieder stark nach. Naldo, Sané, Paulsen aber erstmal dazwischen. Sie bekamen den Ball nicht wirklich aus der Gefahrenzone. Amine Harit gegen Ilsanker, dann ist das ein doch recht deftiges Foul. Freistoß für Schalke und Ilsanker kommt da gerade nochmal so davon. Der Captain hat Glück, dass das nicht bestraft wurde. Das war ein ziemlich intensives Foul. Trifft zwar auch den Ball, aber auch viel Bein und Knie dabei. Glück in dieser Situation für den Sechser der Roten Bullen. Und eine Viertelstunde vor dem Ende kam dann nochmal RB Leipzig. Augustin, Campbell, Diego Demme, Campbell, das ist Paulsen, hat die Zeit, legt den Ball zurück und Ilsanker kommt mit nach vorne und schließt ab. Sein erstes Saisontor. Setzte ein Zeichen mit dem Foul, das man eben noch sehen konnte. Und jetzt macht er hier womöglich das entscheidende 1:0 für die Gastgeber. Bitter für Schalke, aber nach dem guten Start in den zweiten Durchgang kam dann wieder zu wenig. Leipzig übernahm wieder die Partie und konnte jetzt auch den ersten Treffer des Tages erzielen. Fährmann ist chancenlos, Bentaleb kann sich nicht mehr rechtzeitig dazwischen stellen. Konnte Schalke noch einmal reagieren. Zumindest einen Punkt mitnehmen. Caligiuri über die rechte Seite. Macht das erstmal gut. Macht das erstmal gut und dann kommt da diese Flanke. Da hebt er noch entschuldigend den Arm, aber das hilft am Ende auch nichts. Der FC Schalke 04 verliert wieder in der Liga. Die 7. Niederlage im 9. Spiel. Das ist eine katastrophale Bilanz. Klar, Leipzig ist sicherlich ein sehr guter Konkurrent und trotzdem hätte man nach vorne viel mehr machen können, machen müssen. Ilsanker ist der Torschütze des Tages. Leipzig gewinnt mit 1:0. Zum Abschluss des 9. Spieltages war im Weserstadion Bayer 04 Leverkusen zu Gast und die krisengeplagte Bayer 11 startete hier auch nicht sonderlich gut rein in diese
Partie. Augustinsson über die linke Seite mit diesem guten Ball auf Nuri Sahin. Der mit der Flanke am zweiten Pfosten steht. Osako legt den Ball raus. Und Florian Kainz scheitert am überragend reagierenden Lukas Radetzky. Leverkusen schafft es nicht, in diese Saison anzukommen. Hier ist es Radetzky, der das frühe 1:0 verhindert. Dann aber Leverkusen endlich mal auf dem Weg nach vorne. Aber es waren auch gerade mal 10 Minuten zu spielen. Trotzdem die erste Chance, hier mal etwas herauszuspielen. Mitchell Weiser wird nicht angegriffen. Dominik Kohr dann auf Bender. Steckt gut durch auf Brandt. Und der bleibt eiskalt und macht das 1:0 für die Gäste. Erstes Saisontor für ihn. Ist jetzt der Knoten geplatzt. Zu viel möchte man da logischerweise nicht hineininterpretieren. Trotzdem ist es erstmal ein wichtiges Ausrufezeichen, in dieser Partie in Führung zu gehen gegen wirklich seit Wochen, seit Monaten überragend spielende Werderaner, die hier jetzt für in Rückstand gerieten. Aber die Elf von Florian Kohfeldt ist nicht dafür bekannt, sich dann aufzugeben, sich den Kopf zu zerbrechen darüber, sondern sie spielten mutig weiter nach vorne. Viertelstunde etwa von der Uhr. Klaassen im Zusammenspiel mit Kruse. Klaassen legt den Ball nach außen. Wieder Klaassen, diesmal im Zusammenspiel mit Augustinsson über die linke Seite. Viel zu viel Platz, da ist Florian Kainz und der macht den Ausgleich. Erstes Saisontor für den Österreicher. Und Werder Bremen war postwendend zurück in dieser Partie. Leverkusen verteidigt das schlampig. Augustinsson hat keinen Druck über die linke Seite. Und so stand es dann 1:1. Viel zu viel Platz, wenn man sich das anschaut. Und dann Florian Kainz mit dem Kopfballtor. Guter Aufsetzer, aber hammerhart ist der jetzt auch nicht aufs Tor gebracht. Muss man so sagen. Radetzky kommt aber aus der Distanz nicht mehr schnell genug runter. Es stand also 1:1, dann passierte im ersten Durchgang lange Zeit nichts. Wir sind schon knapp 2 Minuten vor dem Seitenwechsel und dann das. Und dann das. Doppelpack Florian Kainz, Doppelpack mit dem Kopf. Und vorgelegt von Gebre Selassie mit diesem Scherenschlag über die Außen. Das ist sagenhaft. Wenn es läuft, dann läuft es und da fehlen einem so ein wenig die Worte. Kainz mit dem Kopfball-Doppelpack, da muss sich Leverkusen sicherlich auch wieder etwas hinterfragen lassen. Wie kann so etwas zustande kommen? Bremen hatte diese Partie jedenfalls gedreht. Und dennoch kam Leverkusen nochmal vor der Pause. Zumindest jetzt eine Reaktion zeigen. Julian Brandt auf Havertz, zurückgelegt. Bender, Havertz, Bender wieder. Der Abschluss ist auch da. Pavlenka ist aber auch zur Stelle, kratzt den Ball aus dem kurzen Eck heraus. Und so stand es dann zur Pause 2:1. Eine ausgeglichene Partie, Leverkusen aber in der Defensive definitiv zu anfällig. Stunde von der Uhr und Bremen wollte das 3:1 erzielen. Max Kruse wieder Dreh- und Angelpunkt, wie schon zuletzt gegen Schalke, absolut auffällig. Mit einer super Leistung und mit einem super Abschluss, 62. Minute. Aber hier konnte sich Radetzky mal wieder auszeichnen. Leverkusen ist in der Defensive einfach nicht sattelfest. Auch in der Situation wieder zu sehen. Dann kam Leverkusen. Schon eine halbe Stunde im zweiten Durchgang gespielt. Endlich mal wieder nach vorne. Lars Bender, Kohr, Havertz, Havertz! Mit dem Ausgleich aus dem Nichts. Sein zweites Saisontor. Sehr, sehr schmeichelhaft, aber ein Traumtor. Ist es allemal keine Chance für Pavlenka. Der ist zu platziert. Aber Bremen ließ sich davon nicht groß beeindrucken. Sie kam 10 Minuten vor dem Ende noch einmal zu einer Möglichkeit. Augustinsson zusammen mit Moisander. Da ist auch wieder kein Zugriff da. Florian Kainz mit der Flanke. Und da ist Yuya Osako in der Mitte. Und das dritte Kopfballgegentor in dieser Partie für Leverkusen. Und wieder die Führung für Werder Bremen. Yuya Osako köpft das Ding ein. Und Leverkusen scheint wieder bestraft zu werden. Für eine mangelhafte Verteidigung. Das ist zu einfach. Sowas darf nicht passieren. Osako ist nicht der Größte. Wendell geht dahin zum Kopfball, aber auch nur halbherzig.
und so das 3:2 für Bremen. Konnte Leverkusen nochmal antworten? Es gab nochmal eine Möglichkeit in dieser Partie. Kurz vor Schluss der Ball von Chor auf die Außen. Das ist Julian Brandt. Julian Brandt über die Außen. Da kommt auch die Flanke. Da kommt Kai Havertz. Aber er trifft den Ball nicht richtig und kann das 3:3 nicht erzielen. Kein Doppelpack für Kai Havertz. Es blieb am Ende beim 3:2. Bremen gewinnt verdient dieses Spiel zum Abschluss des 9. Spieltages. Und Heiko Herrlichs Zukunft ist fraglicher denn je. Mit diesem Resultat wird es sehr schwer für Rudi Völler und Co. den Verbleib des Trainers noch weiterhin zu rechtfertigen. Da wiesen sie zu viele Fehler nach hinten auf. Und ja, das Spiel nach vorne ist vielleicht akzeptabel, aber wenn man 3 Gegentore bekommt, dann ist das zu viel. Bremen gewinnt absolut verdient diese Partie. Jo, hier seht ihr noch einmal im Überblick alle Ergebnisse der Prognose und dazu die passende Tabelle. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Ein Abo und einen Daumen nach oben würde mich ebenfalls erfreuen. Naja, bis dann und tschüss.